Was geschieht eigentlich mit der leeren Kunststoffflasche? Was mit den vielen Verpackungen, die ja täglich im Müll landen? Angesichts immer knapper werdender Rohstoffe gilt es, alles daran zu setzen, die Rohstoffe zu gebrauchen und nicht zu verbrauchen. Doch was heißt das konkret? Die Kunststoffrecyclingindustrie, die sich mit dieser Aufgabe beschäftigt, hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Der BVSE-Fachverband Kunststoffrecycling vertritt die mittelständisch strukturierte Branche. Mehr als 300 BVSE-Mitgliedsunternehmen bilden die gesamte Bandbreite der Kunststoffverwertung ab, vom Abfall bis zum neuen Produkt. Allein in der Aufbereitung und Verwertung von Kunststoffabfällen engagieren sich rund 40 Unternehmen, die mit knapp 2.800 Mitarbeitern einen Umsatz von jährlich 630 Millionen Euro erwirtschaften. Das sind beeindruckende Fakten. Das Kunststoffrecycling habe aber noch viel mehr Potenzial, so der BVSE in Bad Neuenahr. Noch gäbe es allerdings ein gewisses Akzeptanzproblem, zu Unrecht. Das Problem ist, dass der Begriff Abfall negativ belegt ist und daraus schließen dann Anwender, wenn Rezyklate in Produkten eingearbeitet sind, dass vielleicht Qualitätsprobleme dort auftauchen. Das ist aber ein völlig falscher Rückschluss. Rezyklate werden heute in vielen Produkten eingesetzt, bis zu Hightech-Produkten, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Wir wollen sachlich informieren und überzeugen. Wir wollen die Entscheider bei den Behörden, aber auch in der Wirtschaft überzeugen, dass der Einsatz von Rezyklaten sinnvoll ist für die Umwelt, aber auch ökonomische Vorteile hat. Die meist unterschätzten Vorteile des Kunststoffrecyclings liegen auf der Hand. Es leistet einen erheblichen Beitrag zum Ressourcenschutz. Schließlich eignet sich Kunststoff nicht nur für einen, sondern für einen zweiten und dritten Lebenszyklus. Und die Kunststoffverwertung macht eine gute Figur beim Klimaschutz. So spart beispielsweise die werkstoffliche Verwertung einer Tonne PET-Flaschen 85% oder 3 Tonnen CO2. Tatsachen, die für das öffentliche wie auch betriebliche Beschaffungswesen interessant sein können. Davon sind wir überzeugt und deshalb würden wir uns wünschen, dass die öffentliche Hand hier mit gutem Beispiel vorangeht und Produkte aus dem Bereich des Kunststoffrecycling entsprechend unterstützt. Durch den verstärkten Einsatz der recycelten Produkte durch die öffentliche Hand wird dem Markt ein Impuls gegeben und die Akzeptanz bei Gesellschaft und Wirtschaft wird deutlich gesteigert. Der Weg ist lang, bis alle verstanden haben, dass aus Kunststoffabfällen wertvolle Recyclingprodukte werden können. Doch die Branche ist optimistisch. Es gibt noch viel Potenzial für grünes Wachstum, wenn die Kunststoffabfälle nicht einfach in Verbrennungsöfen verschwinden, sondern wiederverwertet werden können.